Europas Börsen oder Amerikas Wall Street? Wer hat aktuell die Nase vorn? Sprechen wir drüber mit Armin Glogger, Geschäftsführer bei Glogger & Partner. Danke für den Besuch hier auf dem Parkett der Börse, Herr Glogger. Ja, seit der Wahl Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten hat man so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Stimmung gedreht hat. Europa scheint wieder in zu sein. Wie ist Ihr Eindruck? Europa ist definitiv wieder in. Die Wähler haben festgestellt, dass sie solche Menschen wie Trump, wie die Frau May, die politische Unsicherheiten publizieren, eigentlich gar nicht wollen, haben richtig gewählt in Frankreich. Europa ist wieder in und steht unserer Meinung nach vor einer großen Zukunft. Auch die Wall Street zeigt sich noch im Bullenmodus, noch ist da ganz groß geschrieben. Denn US-Präsident Trump hat die hohen Erwartungen, die teilweise an ihn gestellt worden sind, nicht erfüllt, sagen zumindest manche Marktteilnehmer. Sehen Sie hier drohendes Enttäuschungspotenzial? Also wir hatten Donald Trump jetzt seit 7 Monaten kennengelernt. Wir haben auch erfahren, dass er sehr viel redet, sehr viel Blödsinn sogar auch spricht. Es wird aber nicht immer so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gewisse Enttäuschungspotenziale sind in den Kursen schon mit drin. Wir gehen davon aus, wenn irgendetwas nicht zustande kommt, dass die Märkte nur leicht korrigieren. Beunruhigend tut es uns nicht. Reden wir doch über die Notenbanken etwas ausführlicher. Die FED, die US-Notenbank, hat die Zinsen im Juni einmal mehr angehoben. Auch EZB-Chef Draghi hat angedeutet in seiner Portugal-Rede, naja, es könnte in der Tat ein Ende der ultralockeren Geldpolitik folgen. Sehen wir gerade das Ende des aktuellen Zinszyklus? Nein, wir stehen noch nicht am aktuellen Ende des Zinszyklus. Auch wenn Präsident Draghi schon etwas angedeutet hat, die ultralockere Geldpolitik bisschen zu drosseln, ist es nach wie vor locker. Das heißt, die Inflationsrate ist beispielsweise noch nicht über 2% und die Wirtschaft in den Südstaaten ist noch ganz, ganz leicht gewachsen. Dieses zarte Pflänzchen möchte er noch nicht ersticken. Deutschland boomt derweil. Wir haben einen Aktienmarkt, der sehr fest ist. Knapp 13.000 Punkte haben wir gesehen im abgelaufenen Quartal. In den letzten Tagen gab es da so ein bisschen stotternde Motoren. Der Markt leicht im Rückwärtsgang. Geht dem Bullenmarkt die Puste aus? Ja, wir haben derzeit eine leichte Sommerkorrektur. Das sehen wir jetzt nicht problematisch. Wir haben auch keine Angst, dass die Rallye jetzt abrupt beendet wird. Wir nutzen diese Signale für unsere Einstiege bei verschiedenen Aktien. Von dem her keine Angst vor der Sommersaison. Und abschließend die Frage, Fazit fürs zweite Börsenhalbjahr? Ja, es gibt nach wie vor gute Unternehmen, billige Unternehmen, in denen wir als Vermögensverwalter investieren können, sind positiv für Aktien und gestimmt. Allerdings haben wir viele, viele Risiken, die wir täglich mit auf der Watchlist haben müssen und die wir auch mit für unsere Mandanten analysieren müssen. Armin Glogger, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung der aktuellen Situation an den Märkten. Armin Glogger, Geschäftsführer bei Glogger & Partner hier in Frankfurt. Vielen Dank.